Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Lassen Sie mich auf dreieinhalb Punkte hier noch einmal eingehen. Menschenaffenhaltung im Zoo sei Artenschutz. Es gibt mehrere, aber zwei Hauptarten von Orang-Utans, einen leben auf Borneo, der anderen auf Sumatra, und die haben in Dresden und überall in Zoos in den letzten Jahrzehnten Hybrid Orang-Utans entwickelt. Hybride, die sowohl in dem einen wie dem anderen Lebensraum nicht lebensfähig sind und dadurch, dass sie auch noch nie einen Baum überhaupt gesehen haben, natürlich auch nicht auswilderbar sind. Und gleichzeitig sind halt viele Affen nahe der Urwälder, die verschwinden in Auffangstationen. Ob Sie mir glauben oder nicht, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt zitieren aus einem Brief, den Sie alle bekommen haben, von Professor Dr. Volker Sommer, Professor für evolutionäre Anthropologie an der Universität London. Und er schreibt: Im Übrigen ist die Behauptung irreführend und zynisch, Nachzuchten würden dem Artenschutz dienen. Denn in Deutschland gezüchtete Gefangene werden nie in der Wildnis entlassen werden. Bereits heute sitzen über 1200 Artgenossen in Malaysia und Indonesien in Auffangstationen fest, da ihre angestammten Lebensräume vernichtet werden. Und weiter geht es: Welchen ökologischen Sinn soll es da machen, unter Millionen Aufwand ein paar neue Orang-Utans in Dresden zu produzieren? Sie sehen, wir sollten also, das ist die Meinung des Professors, lieber den Urwald retten, als hier auf Krampf 17 Millionen Euro für ein Affenhaus auszugeben. Das nächste wurde heute nicht so viel thematisiert, aber ich habe es immer wieder erlebt. Affen im Zoo anzuschauen ist gut für die Bildung, ist gut für die Bindung. Man kriegt also ein Erlebnis für die Natur. Was für ein Erlebnis für Natur soll ich bekommen, wenn ich einen Affen sitzen sehe hinter Panzerglas? Ja, ich kann doch da keine Emotion empfinden, außer, und das ist wahrscheinlich der große Elefant im Raum, den hier keiner sehen und benennen will, außer es transportiert das Bild, die Menschheit darf Menschenaffen einsperren zum Angucken, weil sie es können, weil der Mensch höher ist als die Tierarten, dürfen wir das den Tieren antun. Und das zumindest ist in meiner moralischen Welt einfach nicht in Ordnung. Der dritte Punkt, und da möchte ich jetzt mal um Aufmerksamkeit bitten, weil das ist wichtig. Ja, in diesem Prozess sind sehr, sehr viele Halbwahrheiten gesagt und gemacht. Ich meine nicht heute Abend nur, sondern generell. Und letztendlich kommt es immer wieder auf diesen ominösen Aufsichtsrat Zoo zu. Wir haben im Aufsichtsrat Zoo das ganz genau diskutiert. Wer sind wir? Also ich bin nicht im Aufsichtsrat Zoo. Als Fraktionsloser bin ich da sowieso nicht. Und nur wenige Leute von den 70 Stadträten sind da. Ich habe es in meiner ersten Rede gesagt. Hat irgendjemand von Ihnen Baupläne? Die haben alle nur diese Hochglanzbroschüre mit dem einen Bild drin. Hat irgendjemand Baupläne? Nein, niemand hat es. Weiß irgendjemand, wie die Affen nachher gehalten werden? Frau Wagner hat gerade so schön erzählt, die Affen können nachts raus, wenn sie wollen. Woher wissen Sie denn das? Orang-Utans sind nachts alleine in Boxen, weil sie eigentlich Einzelgänger sind, hat uns der Herr Ukeda im Zoo erzählt, als wir beim Vororttermin waren. Also das kann man nicht machen. Aber jetzt etwas, was wirklich, wirklich sehr erstaunlich ist. Frau Apel hat gesagt, dass eine Frau Dr. Stine Prokhoff mit in die Planungen involviert gewesen wäre. Involviert heißt als Beraterin, Honorar, irgendwas aufgeschrieben, ein Text und etwas, worauf man sich beziehen kann. Hat irgendjemand im Aufsichtsrat Zoo oder im Stadtrat irgendwie ein Schriftstück von ihr gesehen? Laut Aussage, die ich bekommen habe über einen Zwischenkontakt, sitzt Frau Stine Prokhoff gerade in Borneo im Urwald und kann nicht telefonieren, weil da kein Netz ist und nur alle ein, zwei Wochen ist sie in irgendeiner Station, wo es E-Mail gibt. Und sie hat geschrieben, dass sie ein- oder zweimal ein Gespräch mit einer grünen Politikerin hatte und das
sie dann darüber nachgedacht habe und der Zoo auch, daraus eine Beratertätigkeit zu machen, und das sei nie zustande gekommen. Meine Damen und Herren, ich kann das von hier aus nicht überprüfen, ich kann das sozusagen nicht wie wahr oder falsch, aber es zeigt doch, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht kann Frau Apel noch etwas dazu sagen, sie wurde ja auch gesagt, dass sie persönlich mit ihr gesprochen hätte, was ich glaube, was nicht so war. Und daher, da dieses Ganze jetzt wirklich nicht aufgeklärt ist und wir doch nicht irgendwie sagen können, die Situation der Tiere ist dann super, weil die große Expertin hat gesagt, die Situation für die Tiere ist super. Wenn sie doch gar nicht super ist, stelle ich hiermit den Antrag, nach der Diskussion den Tagesordnungspunkt zu vertagen.